Hi zusammen, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, das sind kurze Horrorspiele und jetzt lese ich euch mal Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H., Co-Chief Resident, Commander Gaben, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B., Haruki Playing, Jason Kugel, Jewel Buck, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Chaden TSG TV, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Troop 2222, Vantan und Wölfchen 0909. Hi zusammen, ich bin der Bruger, mittlerweile wieder ganz erblondet oder fast schon wieder weiß. Ja, das sind kurze Horrorspiele und ich danke euch erstmal fürs Klicken auf das Video. Ich habe jetzt mal eine eigene Playlist gemacht für die kurzen Horrorvideos. Mit dem hier sind es jetzt 38 schon. Es kommt ja manchmal auch nichts, muss ich noch dazu sagen, weil manchmal sind die Spiele eben rar und ich finde einfach nichts auf itch.io oder auf Steam. Ja, aber es ist ja schon einiges zusammengekommen. Es ist jetzt ja nicht wie bei den kurzen Horrorfilmen, dass ich da noch so ein unerschlossenes Feld habe. Wobei das jetzt auch schon viele Videos sind, aber ja, anyways. Wir starten mal. Corrupted Arcade. Hat, glaube ich, nichts mit dem lieben Corrupted Cast zu tun. Ein sehr netter Mensch. Schaut gerne mal auf seinen Kanal, wenn ihr ihn nicht schon längst kennt. Okay. Und es werden ein paar mehr. Soll ich eigentlich die Timecodes mal in die Videos machen? Ich mach's mal rein. Und wenn ihr euch spoilern wollt, dann guckt halt, wie lang das Video geht. Oder beziehungsweise die einzelnen Spiele, aber ich würde es nicht machen. What color is your Bugatti? Hat er gerade gefragt, welche Farbe mein Bugatti hat oder was für eine Farbe mein Blue Daddy hat. Corrupted Arcade. Wie geil die Schrift ausgeschnitten ist, guck mal. Perfekt. Und das ist wohl die Sonne. Ist nur ein bisschen dunkel. Alter, ich spiele so einen Rotz hier, ne? Es tut mir echt leid manchmal. Sondern hier, Police Squads. Alien Tox und Hot Lava. Ja, so würde ich auch in der Arcade arbeiten. Here's some money for the arcade game. Now leave me alone. Or else. Er sagte, das brauchst du für die Arcade, jetzt verpiss dich. Oder sonst. Kann ja aber nichts spielen. Pfeife, ey. Neutronics. Guck mal, das ist ein Arcade-Shoppen und hier gibt es einfach nur Tische und so 6 Automaten plus 2... Scheuerte irgendwas anderes, wo man sich wahrscheinlich das Kreuz bricht mit der Zeit. Super geil. Storage Room, kann ich da rein? Na. Nochmal Alien Tox und Police Squads. Die haben sogar die Automaten doppelt hier. Orange Sky ist wohl die Corrupted Arcade, huh? Alter. Er bleibt auch total gechillt. What are you talking about? I didn't see anything. Now go away. I already gave you money. Ich hab mir kein Geld gegeben, du hast mir wahrscheinlich Chips umgetauscht. Hey, since I'm always giving you money for the arcade game, why don't you fix that light? There are some light bulbs in the storage room. Was, jetzt soll ich auch das Licht richten, weil er mir immer Geld gibt angeblich? Oh Mann, ey. Ja, die Tür geht nicht mehr auf, wahrscheinlich. Oh! Sag jetzt nicht, das war's schon. Oh! Find a way out. If you're wondering why I have put you in that cage, it's because I'm tired of giving you money for the arcade games. And now I have no money to feed my ghouls. So I have to feed you to them. Now don't try to escape. Or else. Or else. Alter, die Story! Ich übersetze mal, falls ihr es nicht verstanden habt. Er sagte, ich gebe dir immer Geld für die Arcade, jetzt habe ich kein Geld mehr, um Futter für meine Ghule zu kaufen. Deswegen verfütter ich dich jetzt an meine Ghule. Und er sagte, wenn du versuchst zu entkommen, dann... Wirst du sehen. Ach. Edith, was für... Ey, die Story ist schon...
Ja, natürlich ist es ein riesig großer Bereich hier noch. Hinter der Arcade. Office. Boah, Indie-Horror-Games, ne? Achso, das ist das Office. Oder das ist das Office 1. Office 0 oder Office 2 gibt's gar nicht. Es gibt nur Office 1. Oh, was ist das denn? Ich hab einen Schlüssel und ich halte ihn falsch rum. Oder? Server Electrical Room. Aber laufe ich diagonal wieder schneller wie in so vielen kurzen Horrorspielen. Okay. Es ist so dumm. Es ist so. Ah! Oh, es ist so dumm. Exit. Warum kann ich das nicht aufschließen? Hallo? Scheuert. Mich mal die Tür hier. Das Bild alleine schon. Okay. War korrekt. M und W. Müsste natürlich F stehen für Female statt weiblich. Guck mal. Statt Pissoirs haben sie auch Toiletten nur in der Männertoilette. Was für ein Schwachsinn. Ach, jetzt in die. Fuck you. Ja, natürlich liegt hier der Schlüssel. Storage Gaul. Garage. Storage Garage. Ich hab dich gesehen. Ja, natürlich steht hier LKWs drin. Oder ist nicht mal ein Tor? Was ist das denn? Schlecht gebaut, wahrscheinlich der Level einfach nur. Boah, ey. Der ist kleiner als... Guck mal. Ich bin fast am Dach mit dem Kopf. Da kann man das, da kann sich nicht mal einer reinsetzen wahrscheinlich. Oh, was haben wir hier? Eine Axt. Hallo? Hab eine Axt. Was haben wir hier? Main Storage. Ein kurzes Horrorspiel geht mir das schon viel zu lang, ehrlich gesagt. Jetzt hier. Closet. CEO Office. Oh. Hat er geduscht. Hier glaube ich mal die Holzbretter zu hauen. Ist das auch CEO von was? Von der Arcade oder was? Ja. Oh, was? Was spiele ich schon wieder hier? Oh. Es bereitet mir psychische Schmerzen, emotional. Emotional Damage. Ich wusste, dass es hier weitergeht. Was denn hier? Gar nix. Main Storage, achso. Na klar, dass ich nicht sofort rauskomme. Vor allem die ganze Zeit steht hier Find a Way Out. Als hätte ich sowieso was, als hätte ich was Besseres vor, als hier rauszukommen. Mein Questlog. Jetzt? Turn off the power. Hi. Oh, Kinder. Closet. See your office. Da wird dick sein. Kann ich denn hier eine Karte benutzen, bitte? Guck mal die Karte, wie sie verschwimmt. Ich bin so schnell. Ich bin fast im Hyperspace.
vielleicht der Laptop. Das ist auch nicht, ne? Ach so. Aua. Go in the... Go in the portal? Ich steh gar nichts mehr. Warte mal, ist hier das Portal? Oh nein. Habe ich es jetzt durchgespielt? Immer noch nicht. Was? Was? Ich habe 11 Minuten Zeit jetzt noch für den Scheiß. Und ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich muss drei Dinger finden, oder was? Eins. Ja, ist die eins. Ja, das Monster verfolgt mich übrigens. Und wenn es mich erwischt, bin ich instant dead. Instant tot. Aber da hatten wir jetzt schon einen Würfel. Und der andere jetzt hier. Ja, da ist der zweite. Und jetzt muss ich noch einen finden. Ohne, dass dieses dumme Vieh mich erwischt. Das ist zwar nicht sehr schnell, aber es ist sehr zielstrebig. Läuft halt direkt auf mich zu. Ja, da ist es. Sieht den Würfel schon durch die Wände, aber jetzt gerade keine Ahnung, ob einer sein soll. Kommt schon wieder. Da ist er. Und jetzt? Schafft dieses dumme Spiel. Aha. Health 100%. Das ist jetzt schon wieder für ein Schwachsinn. Ernsthafte Knarre gefunden. Ich könnte ja auch springen jetzt. Ah. Wow. Ja, okay, das bringt hier nichts mehr. Das Spiel ist offensichtlich sehr buggy. Ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Wie ihr seht. Total geil. Naja, hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Too late to play, heißt es. Und wir haben Black Screen. Oh doch, ich erinnere mich immer noch an diesen gruseligen Tag. Das ist wahrscheinlich schon 10 Jahre her, als ich ein Kind war. Ich war nachts alleine zu Hause. Okay.
Sondern wir alle wissen, dass du eine ziemlich vergessliche Person bist und nur an eine Sache, also die nur eine Sache in diesem Leben wichtig ist, Fußball zu spielen. Also haben wir eine Notiz hier hingehängt für den Fall, dass du es wieder vergisst. Du hast es nicht erwartet, oder? Du kannst es nicht entkommen, haha. Wir werden bald schon, also sobald wir möglich zurückkommen. Entschuldigung, dass wir dich alleine gelassen haben. Erinnere dich daran, lass keine Mahlzeiten aus, geh früh ins Bett und geh nicht in den Hinterhof, um nachts zu spielen. Übrigens, wenn Vela zurückkommt, erinnere dich daran, ihn zu füttern. Er ist jetzt schon seit 3 Tagen weg, deine Eltern. Ich würde sagen, haben wir überhaupt Sound? Ach, der Hund ist weg. Oh, ich glaube, wenn ein Hund wegläuft... Ja, natürlich muss ich spielen. Aber da rechts kann ich kicken, oder was? So, ich muss einfach dagegen laufen. Oh nein. Und jetzt soll ich die ganze Zeit Fußball spielen, oder was? Boah. Ist ja auch gar nicht laut. Jetzt los. Bleibt das jetzt so? Ich habe ja eine Taschenlampe. Wow, das ist ein Game Changer gerade. Ja, der Wahnsinn. Warte mal, unsere Eltern sind weg, aber das Auto steht noch da. Komisch. Jetzt gerade hier angehalten. Warte, ich dachte, ich könnte die Hundehütte schießen. Ja, bisher nicht wirklich gruselig. Feuerzeug. Okay. Wie wird es mir gerade so ein bisschen anders? Aber wir können ja auch nichts anderes machen hier gerade, außer Fußball spielen. Reingehen? Auch nicht, ne? Okay, da klopft jemand. Und innen? Okay, da stand einer. Super gruselig. Sag mal. Open the door and we play together. Öffne die Tür und wir spielen zusammen. Okay. Würde ich ja gerne, aber ich kann ja nicht aufmachen, Koppel. Der hat die ganze Zeit geklopft eben.
Ich kann leider nichts machen. Ja, bitte. Ich spiele alleine, danke. Ist gut. Was denn? Ja, und jetzt? War daran so schlimm? Jetzt die Tür aufgebrochen. Oh, Missing. Er kam so schnell wie der Teufel auf mich zu. Ich wurde gekidnappt und an einen sehr seltsamen, dunklen Ort gebracht. Er wollte etwa das Lösegeld von meinen Eltern. Und sie sagten, ja, sie haben mich gefunden und haben die Polizei angerufen. Ich bin sicher nach Hause zurückgekehrt, aber nicht psychologisch unbelastet. Es ist jetzt wahrscheinlich ein vergangenes Ereignis, aber es wird immer Teil meiner Erinnerungen sein. Toll. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Asylum heißt das. Oh mein Gott, wer ist der bewegen? E zum Interagieren, in Türen laufen, um sie zu öffnen. Fantastisch. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Sieht schon aus wie so ein billiges Handyspiel irgendwie. Und ich bin so klein. Und ich kann hüpfen. Warum kriegen das manche von der Perspektive einfach überhaupt nicht auf die Kette, du? So gar nicht. Hey! Schmeißt er da mit dem Rollstuhl? Was denn? Und jetzt? Ach, ist die Tür auf. Ich hab sie alle freigelassen, sagt er. Oh mein Gott, warum ist das so dunkel mal wieder? Ja. Ich muss wohl die Tür finden, die offen ist jetzt. Oh, hier. Ich sag doch, wie so ein billiges Handyspiel wirkt das gerade. Oh mein Gott, was ist das schon wieder? Dieses Spiel ist einfach Perfection. Hab noch nie so ein gutes Horrorspiel gespielt. I'm the only one that can do it. Du bist der Einzige, der was tun kann. Aber nicht so ein Scheiß. Ich verstehe es nicht. Ah! It's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. Doch! Doch, du bist ganz alleine. Du bist ganz alleine dran schuld. Weil du hast das Spiel gemacht. Du bist der Einzige, der mir die Schuld geben kann, dieses Spiel gemacht zu haben. Ja, das denke ich mir auch manchmal. I'm waiting for you. Let me out. Ne. Tut mir leid. Doing, 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 doing.
13 Tote bei Asylum Ausbruch. Und genau deswegen kommt manchmal kein Video, weil sonst kommt sowas bei raus. So, nachdem wir eben so einen Kracher hatten, muss das jetzt, also es kann nicht zu toppen sein, deswegen spielen wir jetzt Haunted Hotel. Und ich bin sehr gespannt. Schrittgeräusche schon. Sind wir Hitman oder hier der Terminator oder Nemesis? Guck mal, wenn ich nicht hingucke, sehe ich das Licht da vorne, wenn ich hingucke, nicht. Super. Das ist so ein ganz unangenehmes Geräusch in meinen Ohren, dieses Pft, Pft, Pft. Das ist richtig unangenehm, dieses Schrittgeräusch. Was ist hieran haunted? Was ist hieran Spiel? Was ist hieran gut? Was ist das überhaupt? Ich habe ja schon viel Rotz gespielt, aber manchmal übertrifft sich das selbst nochmal, was ich bereits gespielt habe in seiner Rotzigkeit. Oh nein, da vorne ist was. Wäre ja auch mal cool, wenn was Interessantes passiert nach ein paar Minuten, die ich jetzt einfach nur hier lang laufe. Ja, da ist eine Tür auf. Gut. Ach so. Wer sowas hier macht, für den ist ein Platz in der Hölle reserviert, ganz ehrlich. Ich habe einen Aufzug gefunden. Lass mich raus. Bingo, das wollte ich sagen. So, spielen wir als nächstes Mimic von was Patrons Nadine von Terror, Karen Vasquez, Undead King und Boyer. Und Puko hat das Spiel gemacht. Ich hoffe, es setzt sich nicht an wie Kotze, sondern es spielt sich auch einigermaßen. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen aus wie Kotze, aber... Ah! Das tue ich mir an. Was mache ich mit... Was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Warum spiele ich irgendwelche Spiele von Leuten aus dem Internet, die einfach Spiele machen, die so sind? Nicht jetzt wie das kenne ich ja noch nicht, aber die anderen bisher. Oh. Mimic. Ich gebe jetzt so, die Optik ist schon irgendwie ganz cool, hat so ein bisschen was von 16-Bit oder 8-Bit sogar noch eher, aber in moderner Optik. Also ein bisschen modernisiert mit 3D und so weiter, aber... Oh, Macaulay Culkin. Ach, geht los. Ach so. Also ich finde die Farbgebung auch ganz nett. Was? Camioneta. Irgendetwas Schreckliches wird mit meinem Sohn passieren. Vor einigen Wochen ist er verschwunden. Dann kam er zurück. Aber er ist nicht mehr derselbe, seit er wieder da ist. Herr Doktor, kann es mir erklären, was mit meinem Sohn vorgeht? Irgendwas ist nicht richtig mit ihm. Er redet immer von einem Typen namens Horatio. Die Albträume, die ihn die ganze Zeit quälen. Ich bin seine Mutter und ich werde mich um ihn kümmern bis zum bitteren Ende. Oh, ist er vielleicht... Wenn das Spiel schon Mimic heißt, ist er ein Mimic vielleicht? Ist er gar nicht der echte Sohn? Mysteriöses Verschwinden von Kindern löst eine Panik in einer Kleinstadt aus. Verschiedene Eltern haben schon die Angst über das Verschwinden ihrer Kinder geäußert. Zeugenberichten zufolge gibt es eine Figur mit einer roten Maske. Manche haben diese Figur als, ja, unheimlich oder finster beschrieben. Und eine Atmosphäre der kollektiven Paranoia geht davon aus. Während die Untersuchungen weitergehen, haben die Bewohner Schwierigkeit, ihre Hoffnung zu behalten, und die Furcht wächst. In der Zwischenzeit gibt es Gerüchte und Spekulationen über diese Gestalt mit der roten Maske, und es verbreitet sich wie ein dunkler Schleier über der Gemeinschaft.
Ja, ich meine, wenn da so ein Typ mit der roten Maske rumrennt, natürlich ist das beunruhigend. Es ist nur eine Zitrone übrig zum Ausquetschen. Lass mich raten, ich muss Limonade machen. Unser Mimikkind. Ja, funktioniert nicht. Ich würde die Tür um diese Uhrzeit nicht öffnen. Das ist ganz komisch, ich hänge mich dann irgendwie so dran an diesem Punkt und wenn ich mich dann bewege, dann zirkel ich dann nur so rum, also ganz seltsam. Oder ist er ja? Die Gemälde oder die Bilder meines Sohns. Ich habe wieder geträumt, dass ich auf den Boden gefallen bin und irgendwas hat mich unter das Bett gezogen. Mama, ich will nicht, dass Horatio mich holt. Ich bin sehr durstig. Kannst du mir etwas Wasser bringen? Das ist bisher das Beste von allen Spielen. Mit Abstand. Ohne Witz. Vielen Dank dafür, Puko. Oh nein. Pass mal auf das Trinken. Ich muss dabei ein Kind sehen. Okay. Alles gut. Ziemlich beunruhigende Soundkulisse, finde ich, ja. Es ist kaputt. Oh. Warum ist denn alles kaputt bei ihr? Mama, ich denke, Horatio ist in meinem Schrank. Kannst du nachsehen, bitte? Horatio ist im Schrank, Mama. Ich will nicht alleine sein. Er wird mich holen, wenn ich alleine bin. Mama, kannst du mir bitte Raviol bringen? Ich vermisse ihn. Raviol? Ach du Scheiße. Steht da draußen Gestalten? Wer ist Ravi? Ich kenne nur Ravioli. Du kannst ja mit Ravioli kuscheln, Junge. Das Gemälde eines Rubikswürfels, das eine Kuh verschlingt. Oder entführt. Nein. Öffne die Tür zu dieser Stunde nicht. Alter. Pissen Sie sich. Boah, ist das creepy. Mach das aus, bitte. Es fühlt sich an, als wäre jemand hinter meinen Augen. Er beobachtet, Mutter. Er lauert in den Schatten, Mutter. Seine Füße berühren niemals den Boden. Raviol ist sehr einsam ohne Camioneta. Mama, bitte bring mir auch noch Camioneta. Oh mein Gott, das ist echt gruselig gerade. Alter. Seh dich. Boah, ist das creepy. Alter Schwede. Ey, das ist definitiv das Beste von allen Spielen bisher. Mama, Horatio ist hier. Ich spüre seit, dass er angekommen ist. Er ist genau hier. Lass ihn nicht ins Haus. Die Fenster, Mutter, sie sind offen. Lass ihn nicht reinkommen. Oh, shit. Oh. Oh nein. Augen? Das ist Blut. Alter.
Alter! Mutter! Ich brauche dich nicht länger! Ich brauche nicht länger meine Augen, um zu sehen! Ich bin die Dunkelheit geworden! Horatio ist hier! Er wird mich mit sich nehmen! Alter! Fuck, ist das creepy! Oh mein Gott, das ist wirklich gut, das Spiel. Oh, ich hab Gänsehaut. Ja. Das war richtig gut. Danke, Puko. Kommen wir mal zum letzten Spiel, würde ich sagen, nämlich The Harvest. Einreichung für Dread XP. Ah, interessant. Haben sie das Spiel für die Dread XP Collection gemacht? Bone Jab 2023. Hard Sir Flash und Hadrian Death. Tag 1. Bin ich mal gespannt. Okay. Ich kann ranzoomen. Wir haben eine Leiche. Und wir haben einen Tisch mit einem Torso. Okay, was... Okay. Lass ich da reinlegen. Aber die jetzt essen? Das heißt ja schon The Harvest, also die Ernte. Jetzt. Okay, es ist schon weiß umrandet, was ich machen muss. Ich muss die Knochen rausnehmen. Alter, was... Was ist das? Tag 2. Ich den Quatsch jetzt jeden Tag... Okay, ich muss das, glaube ich, jeden Tag machen irgendwo. Okay, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Und habe es rausgeschnitten, weil es echt... voll komisch ist, das Spiel. Aber... ist wohl jetzt der letzte Tag, weil wir haben jetzt den letzten Körperteil, ja, den Kopf. Ich zeige mal eben ganz schön mein Werk hier. Ja, die Figur ist fast vollständig. Gebratene Leiche ohne Knochen. Was auch immer. Man muss ja nicht alles verstehen. So. Ja, super gruselig und so. Boah, Leute, das war's jetzt. Jetzt reicht's mir für heute. Ihr seht ja, es ist oft so viel Ranz dabei und ich kann es halt nicht beeinflussen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, zumindest mit Mimic, so wie ich. Und ja, schreibt's mir in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen, was hat euch gar nicht gefallen, was hat euch verstört und für immer gebrandmarkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Ich bin der Bruga. Tschüss.